Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von City Skylines. Und der liebe Unschala, wie auch immer der Name ausgesprochen wird, hat mir den Tipp gegeben, wie das funktioniert mit den Richtlinien für dieses verstärkte Verkehrsaufkommen. Und dafür muss ich anscheinend erstmal neue Richtlinien, erstmal Stadtviertel markieren und dann auf die Stadtviertel die Richtlinien anwenden. Ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach hier mal aus. Weil hier sollen ja eigentlich keine LKWs reinfahren, muss man einfach mal sagen. Das hier ist Wohngebiet und Gebiet Gewerbe. Und jetzt ist es hier so, da kann man dann hier auf Richtlinien klicken und da kann man dann endlich auch mal hohes Verkehrsaufkommen rausmachen. Oder als Richtlinie. Und das finde ich sau cool. Vielen Dank für den Tipp. Der hat mir extremst geholfen, muss ich jetzt einfach mal sagen. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich für alle Wohngebiete mal machen. Und ich hoffe, dass ich dadurch ein bisschen ruhigere Wohngebiete bekomme, wo dann halt auch mal keine LKWs durchfahren und sowas. Also wirklich super Tipp, vielen Dank dafür. Wäre ich persönlich nie alleine drauf gekommen. Ist einfach so. So, das hier wird, ach komm, das klassen wir schon mal alles zu. Wird ja eh alles ein Wohngebiet irgendwann mal. Dann machen wir hier auch Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Verbot für starkes Verkehrsaufkommen? Ja, doch, richtig. So, und jetzt, das hier wird natürlich jetzt ein Problemchen hier überall. Wie machen wir denn das? Warte mal, mir fällt gerade was auf. Hier auch noch Wohngebiet. Ich versuche das. Warte mal, wo ist denn mal richtig? Wo brennt mal hier die Hölle? Hier brennt die Hölle. Dann machen wir mal als Wohngebiet oder als generell als Viertel. Nehmen wir mal den Bereich hier. Hier darf ab sofort kein starkes Verkehrsaufkommen mehr sein. Bin mal gespannt, ob sich das hier dann gleich auflöst und das hier auch. Es war doch da noch mit drin, ja. Und wo haben wir noch Probleme, so richtige Probleme? Das Problem ist, ich kann jetzt halt nicht zur Industrie gehen und sagen, hey, hier darfst du nicht mehr. Aber wo ich definitiv was gegen sagen kann, ist hier in der Mitte von unserer Stadt. Hier soll eigentlich auch, also hier soll eigentlich kein LKW durch. Alles, komm, ich pflaster das jetzt alles mal zu. Mit dem Zeug. Das ist jetzt alles ein Viertel, ist zwar ganz schön groß, aber wo ist denn der Viertelname? Valley District, so. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Mir fällt gerade auf, hier oben kann ich mal wieder ordentlich was an Gewerbegebiet bauen. Hier innen drin werde ich jetzt aber kleinere Sträßchen machen. Nein. Moment. Genau, da ist die Kreuzung. Und von dieser Straße hier geht jetzt alles Zukünftige ab. Oder zumindest die meisten Teile, die ich jetzt baue. Und gehen da wieder drauf, dass am Ende halt von mir aus nur noch diese eine Straße da verstopft ist. Und nicht alle, oder nicht vor allem nicht die große, die drumherum führt. Das fände ich extrem nervig. Aber da habe ich, sehe ich gerade ein bisschen Kacke gebaut. Da muss wieder... Moment.
Hier muss wieder die hier hin. So, und jetzt wollt ihr ganz, ganz, ganz viel Gewerbegebiet. Könnt ihr haben, könnt ihr alles haben. Da, Palm. Hier mal so ein bisschen, warte mal, nehmen wir lieber das Tool. Hier jetzt einmal so eine Lage seichtes oder nicht dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Dann wieder dichtes. Und in der Mitte. Und in die Mitte knall ich dann wahrscheinlich nochmal Bürotürme. Oder versuche zumindest da Bürotürme hinzubekommen. Und mir fällt gerade auf, ich müsste noch Leute benennen. Hätte ich das beinahe wieder vergessen, ey. Mache ich das mal schnell. Was haben wir denn? Der Christian ST. So hieß aber, glaube ich, nicht der Kommentarschreiber. Und scheiße, ich glaube, ich habe vergessen, jemanden abzuhaken. Ja, den Timo 333D. So, der Christian ST, der möchte Polizist werden. Polizist geht ja nicht so gut. Einzelne Polizisten, deswegen kriegst du einfach eine Polizeiwache. Wie wär's damit, Christian? Wenn ich die jetzt noch finden würde. Ach, da hinten. Oder nee, komm, du kriegst das Dicke. Polizeihauptquartier von Christ. Ah, nee, das geht nicht. Machtmeister Christian ST. So. Nee. Wachtmeister ist blöd, ist ja eine Person. Hauptwacht von Christian ST. Passt. Da habe ich einen Punkt zu viel. Enter. Perfekt. Gut. Wen habe ich jetzt noch? Die Beate. Ich. Komischer Name, aber die wollte unbedingt als Friedhof verewigt werden. Kannst du gerne machen. Hier unser der erste deutsche Autobahnfriedhof. Beate Ichs Friedhof. Mir fällt gerade was auf. Warum ist denn hier schon wieder so viel Verkehr? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warum wollen da so viele Leute in die Straße rein? Und warum macht ihr das unbedingt? Warum müsst ihr das unbedingt da machen? Ich glaube, da knall ich einen Kreisverkehr rein. Weg, 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 alles weg. Da kommt jetzt mal so ein Kreisverkehr hin, so ein vorgefertigter allerdings. Kleiner Kreisverkehr. Oh, da ist noch ein Park. Nein! Nein! Das war dämlich. Nochmal großer Kreisverkehr. Kriegen wir den hier irgendwo unter? Ja, den kriegen wir da unter. Da muss aber noch einiges weggerissen werden. Scheiße. Hier ist Polizei und so ein Krempel, ne? Ne, Schule. Schule und sowas. Auf jeden Fall habe ich hier gerade mal den Stau aufgelöst, weil es einfach nirgendwo mehr hingeht. Guck, alles weg. Scheiße. Okay, andere Idee. Andere Idee ist mir gerade so gekommen. Wir machen doch tatsächlich zwei Sträßchen. Eine, die in die Stadt reinführt. Und eine, die in die Stadt rausführt. Das heißt, Moment. Das hier sind Einbahnstraßen. Okay, das hier sind Einbahnstraßen. Dann wird dit hier eine Einbahnstraße. Und die führen wir halt dann zurück. So, Einbahnstraße. Und die wird jetzt komplett wieder zurückgeführt.
Wollte ich ja am Anfang eigentlich nicht machen, aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um dem Verkehr da unten Herr zu werden. Mist, jetzt habe ich diesen Kackpark wieder im Weg. Weg damit. Okay. Ich hoffe, dass es jetzt kein Problem mehr gibt. Jetzt haben die natürlich alle keinen Strom mehr. Das war aber zu erwarten. So, Stromproblem wieder okay. Fällt gerade auf, hier habe ich noch nirgends Wasser verlegt. So. Wasser für die Welt. Passt. Gut. Stromproblem gelöst. Verkehrsproblem sollte eigentlich jetzt auch damit Geschichte sein. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und jetzt wollen sie auf einmal wieder ganz viel Wohngebiet haben. Sollen sie auch kriegen. Und zwar hier oben. So richtig schön wieder. Warte mal. Das macht aber keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier von der Einbahnstraße. Warte mal, wenn ich von der Einbahnstraße. Doch, das kann ich. Klar kann ich das machen. Dann können die einmal hier rausfahren und dann wieder rein. Alles klar, passt. Wie machen wir das? Ich glaube, das hier nutze ich, glaube ich, wieder als. Irgendwie als Verbindungs- oder als. Als Standardstraße. Und der Rest geht dann alles wieder von dieser Straße weg. Irgendwie. Mal gucken. So. Nee, das ist Quatsch, aber. Shit, jetzt habe ich hier ein Problem. Von der Straße soll alles weggehen. Hier wieder rein. Hier unten kommt jetzt erstmal nur dicht besiedeltes Wohngebiet hin. Komm hier auch da, alles hier dicht besiedeltes Wohngebiet. Tschüpp. An der großen Straße, dann können sie halt auch nicht meckern. In so großen Häusern ist es dann halt auch eher mal laut. So, da auch schon mal ein bisschen von dem Zeug hin. So, alles schön zugepflastert. Es ist auch alles schön grün. Gut, dann ist halt hier dieser erste Streifen einfach mal komplett grün. Also dunkelgrün. So, passt. Da können sie jetzt auch erstmal bauen, wie sie wollen. Aber anscheinend will da gerade noch nicht so wirklich jemand, weil irgendwie die Nachfrage ist wieder zurückgegangen. Verstehe jetzt nicht, woher das kommt, aber muss ich ja nicht unbedingt verstehen. Hauptsache, ich krieg das hier voll. Und das wird es auf die Dauer auf jeden Fall werden. Nur muss ich jetzt halt wieder die ganze Infrastruktur legen mit Parks. Und Schulen und. Also, Feuerwehr kriegen sie hier direkt am Anfang einfach. Und jetzt klingelt mein Telefon. Na super. So, da bin ich wieder. Oh Mann, das war jetzt leider ein interner Anruf. Das heißt, ich konnte nicht warten, dass jemand dran geht. Mache ich einfach noch ein Momentchen länger. Was wollte ich machen? Genau. Infrastruktur legen. Packen wir mal hier einen Friedhof hin und Krematorium. Krankenhaus. Polizei. Nee, Feuerwehr. Feuerwehr.
Und Bullerei. Unterbrochene Stromnetze. Wo denn jetzt schon wieder? Ach, das Ding da. Das einzelne Ding. Naja, passt. Metropole sind wir mittlerweile mit 60.000 Einwohnern. Was kommt denn als nächstes? Megapolis bei 75. Naja, also bitte. Auch 60.000 macht keine Metropole aus. Ich bitte euch. Hier oben kommt dann noch Schule hin. Da unten kommt eine Schule hin. Oberschule kommt hier hin und nochmal hier hin. Und eine Uni. Quasi für die Straßenseite auch nochmal. Weil die hier zählt ja irgendwie nur für die hier. Scheiße, die braucht wieder so viel Platz. Ort ist bereits belegt. Ich glaube, es hackt. So, Uni kommt nochmal hier hin. Das wird jetzt voll der mega intelligente. Alter, das sieht voll komisch aus. Und die restlichen Straßen, aber. Naja. Gut, was ich aber gucken wollte, wie sieht es denn verkehrstechnisch aus? Es hat sich tatsächlich etwas gebessert. Ist es nicht mehr so mega tiefrot? Hier vor allem hat sich was verbessert. Finde ich gut. Hier, naja. Ist halt immer noch sehr viele Straßen, die da aufeinandertreffen. Und das hier, Leute, ganz ehrlich, das kriege ich nicht mehr weg. Ich glaube, das hier ist eine recht gute Lösung mit dieser Ein- und Ausfahrt. Das sollte eigentlich hier keine Verkehrsprobleme geben, außer halt logischerweise an den Anschlussstellen. Aber da könnte man ja vielleicht, warte mal, Kreisel, passt da einer hin? Mal so ein vorgefertigter. Das Autobahnkreuz, nein. Ach nee, das wäre zu viel. Das Problem ist halt, dass hier eine Straße drauf kommt. Das gefällt mir nicht. Die Straße hier kommt weg. Und wird dagegen hier reingeführt. Moment. Ich hoffe, dass es da jetzt keine Staus gibt, aber sollte eigentlich nicht das Problem hier sein. Ja, jetzt staut sich hier nämlich schon mal nicht mehr. Gut, hier ist klar, rote Ampel und so. Aber sonst ist hier ein schöner flüssiger Verkehr. Und das hier ist nicht gut. Dafür wollen zu viele Leute auf die große Straße drauf. Kommt weg. Und die Anschlussstelle verlegen wir weiter nach oben. So. Klar, dieser Stau muss ich jetzt erstmal auflösen, aber das sehen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!